Hey Leute und willkommen zu der PES 19 Demo. Yes, wir können endlich mal PES 19 spielen. Ich habe mega Bock drauf, ich bin mega gehypt. Ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Ich habe noch kein einziges Spiel gemacht. Und zwar zusammen mit Jan. Hi. Hi. Wir spielen ein Freundschaftsspiel und wie sich das schon viele gewünscht haben, schon seit längerer Zeit, gegeneinander. Also wir spielen hier gegeneinander PES und zwar PES 19. Wie gesagt, noch kein einziges Spiel habe ich gemacht. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, wie das wird. Also ich habe natürlich Jans Videos ein bisschen angeguckt. Er hat natürlich schon ein paar online gebracht. Aber selbst habe ich noch nicht gespielt. Was soll ich denn für ein Team nehmen, das ungefähr an deins ankommt? Weiß nicht, ich war, als ich auf dem Event war, mit Liverpool am besten. Okay, ja, ich nehme einfach mal hier. Ich nehme einfach mal hier Inter Mailand oder so ist das, ja. Ja, wir verändern jetzt auch nicht groß an den Einstellungen. Kann man auch gar nicht so groß machen in der Demo jetzt hier. Ja, sie ist draußen, direkt am heutigen Tage ist sie online gekommen, die Demo. Wir haben sie uns natürlich gleich runtergeladen. Und hier wird direkt für euch ein Video gemacht. Auf Jans Kanal gibt es auch ein Video, genau dasselbe haben wir da gemacht wie hier auf meinem Kanal. Da spielen wir auch gegeneinander ein Freundschaftsspiel, beziehungsweise spielen wir vielleicht sogar zwei Spiele. Und ja, boah, ich bin so überwältigt. Ich guck dir die Beleuchtung an, finde ich echt geil. Dieses abendliche, rötliche, das ist echt nice. Leute, und ihr müsst mal bei Instagram bei uns beiden nachschauen, dass das geil ist, heute online gekommen. Also wir haben nämlich heute schon ein bisschen Aufnahmen gemacht. Ja, wir haben heute schon ein bisschen was aufgenommen. Ich blende hier mal meinen Instagram-Account ein und Jans Instagram-Account. Also könnt ihr beide mal abchecken und natürlich da auch folgen. Da posten wir immer ganz coole Sachen. Und da haben wir auch gerade ein bisschen was zu unserer Aufnahme gepostet. War ultra witzig. Ja, müsst ihr euch anschauen. Also wie gesagt, auf Jans Kanal auch vorbeischauen. Da haben wir dasselbe gemacht. Unbedingt beide Kanäle, falls ihr auch neu seid, abonnieren. Kostenlos natürlich, denn es wird ganz, ganz viel zu PES 19 geben. Ganz, ganz viel zu FIFA 19 auch natürlich. Und ja, also ich bin jetzt schon mal, ich habe jetzt noch nicht richtig gespielt, noch gar kein einziges Spiel gemacht. Wird sich vom Gameplay wahrscheinlich nicht so viel getan haben. Bin ich jetzt mal gespannt, aber von der Beleuchtung und so finde ich es bis jetzt schon ganz geil. Guck dir die Beleuchtung an, das ist unglaublich krass. Der Rasen sieht auch besser aus, meiner Meinung nach. Viel detailreicher im Vergleich zu PES 18, deutlich besser. Und ja, okay, dann starten wir einfach mal rein. Let's go. Ja, die Verbindung ist gerade am Start. Yes! Jawohl, 1:0, natürlich mit dem Querleger ein bisschen. Ja, aber macht man in echt ja auch, würde ich sagen. Ja, man muss jetzt Touchpad drücken. Dann kann man Schnellwechsel machen und so. Das ist echt cool gemacht. Finde ich besser wie in FIFA. Und die Tore sehen anders aus. Also die Tore in PES 18 sind sie kleiner, meiner Meinung nach, so nach hinten hin. Also sind jetzt breiter nach hinten hin geworden. Und die Netze sind cooler. Also es ist schon, es hat sich schon ein bisschen was getan. Und ich finde es echt geil. Danken kannst du vergessen im Spiel. Ja, ich probiere es natürlich. Also du hast es gesagt, wie gesagt, deine Videos zu PES habe ich mir alle angeguckt. Und ja, du hast natürlich erwähnt, dass Flanken in PES 19 ja wie deaktiviert wären. Da bin ich jetzt gespannt. Will mich natürlich selbst von überzeugen, abseits war es. Ja, natürlich müsst ihr auch hier berücksichtigen, dass Jan hier auf meinem Kanal die schlechtere Qualität hat. Ja, und ich dann natürlich auf seinem Kanal ein bisschen schlechtere Qualität habe. Langer Freistoß, ja, das kriege ich schon hin. Ich bin kein ganz schlimmer Anfänger. Also ich spiele natürlich PES. Ich habe PES natürlich zu PES 18 gespielt. Vorher tatsächlich nicht. Also PES 18 war mein erstes PES, was ich gespielt habe. PES 19 jetzt mein zweites. Ja, mal gucken. Also ich bin gespannt. Und du freust dich auf das neue Spiel? Ich freue mich ultra auf das neue Spiel, ja. Ich habe mich auch auf die Demo mega gefreut. Und ich bin echt gespannt. Also ich bin gespannt. Man sieht ja schon echt, dass hier mächtig was getan wurde, vor allem in der Beleuchtung her. Ist geil, finde ich richtig geil. Ich muss mich natürlich jetzt noch ein bisschen gewöhnen. Ein bisschen anders ist es. Und eben, wie gesagt, wenn die Flanken nicht mehr gut funktionieren, wie man gerade hier sieht, dann muss man sich daran gewöhnen, dass man den Spielstil ein bisschen ändert, dass man halt guckt, dass man eher durch die Mitte spielt und so. Also es wird schon ganz crazy. Nein. Gut gemacht, die Grätsche war echt cool. Direkt da in den Ball rein. So, es ist auch schon die erste Hälfte rum. Das ist die letzte Gelegenheit,
probieren wir es doch nochmal mit einer Flanke, die komplett nach hinten geht, obwohl sie in die Mitte gehen sollte. Junge, Junge, Junge. Ich weiß auch nicht, ob das mit den Einstellungen alles passt. Ich habe das jetzt ganz grob gemacht. Und ja, aber sie, also die Beleuchtung finde ich echt krass. Wenn man so das Stadion da oben sieht, dieses rötliche Abendlicht. Ultra nice. 1-0 zur Halbzeit, mal gucken, wie es weitergeht. Zweiten Spiel in diesem Video können wir auch nochmal die Feldins Arena zeigen. Ja, genau, das können wir auf jeden Fall machen. Hier das Camp Nou. Auf jeden Fall auch ein Blick Camp wert. Nou kennt man ja schon aus PES, aber es ist halt nochmal ein Stück geiler geworden. Und die Feldins Arena ist neu, aber die ist auf jeden Fall krass. Also so was ich in deinen Videos gesehen habe dazu, Alter, heftig. Absolut. Also du wirst da ja eine Trainerkarriere mitmachen mit Schalke. Ich werde wahrscheinlich trotzdem bei Bayern bleiben, wie auch schon in PES 18. Aber ja, natürlich, wenn man mal in Schalke spielt, auf Schalke spielt, ist krass. War knapp. Ja, den kriegt er noch tatsächlich. Aber wenn die Flanken nicht mehr so kommen, na, dann ist es schon schwieriger, das stimmt. Muss ich erstmal irgendwie selber so eine neue Spielidee mehr oder weniger ausdenken. Also einen neuen Spielstil, eine Idee, dass man durch die Mitte besser durchkommt. Ja. Oh shit. Das habe ich halt vorher gar nicht gehabt und ich muss wirklich nochmal jetzt da komplett umdenken, weil das lässt sich auch wirklich anders spielen als FIFA. Also in FIFA spiele ich natürlich auch nicht nur über Flanken, also da fast gar nicht. Aber da kann man jetzt nicht einfach so wie in FIFA spielen, weil das lässt sich einfach ganz anders spielen. Wir probieren das mal aus hier. Hier, er ist schon ziemlich am Arsch. Wechseln wir einfach mal ihn hier ein. Probieren wir das einfach mal mit dem Schnellwechsel. Hat das funktioniert? Werden wir gleich sehen. Oh, bei dir ist einer verletzt. Oh, dann muss ich das gleich auch mal ausprobieren. Alle gewechselt von mir. Ja, hat er. Cool, also ich finde das cool. Ich finde das halt besser als in FIFA. Da schlägt er dir halt was vor und dann entweder mach oder mach halt nicht, ne? Und hier kannst du eben auswählen, wen du wechseln möchtest. Nein. Kannst du selber auswechseln, das war schade, ja. Kannst du selber auswählen, wen du wechseln möchtest und natürlich, wen du einwechseln möchtest. Also ohne da irgendwas vorher einzustellen oder sich da von FIFA irgendwie belehren zu lassen. Kann sich da Favoriten, glaube ich, einstellen. Kann man wahrscheinlich auch, aber ja. Das war eine Flanke, eine flache, aber... Nice one. 1-1. Ich finde die Tore auch schöner. Also ich finde die Netzanimation und so finde ich auch besser irgendwie. Ist jetzt nichts krasses, aber so kleine Auswechseln. Cool. Drückst du schon weg? Schon weggedrückt. Achso, ja, sorry. Ah ja, ich würde es halt im ersten Demospiel, sei jetzt nochmal, drin lassen. Ich spiele halt auch automatisch oft auf die Außen, weil ich so denke, ja, kann man machen, weil die Flanke und dann passt das. Aber kann man nicht machen. Jetzt bin ich mal gespannt auf eine Ecke. Ecken hatte ich jetzt auch noch nie, also hatten wir ja noch nicht bisher im Spiel. Mal gucken, wie die wird. Ob die wenigstens gut geblieben ist, aber ich habe sie zu kurz gemacht. Ich meine, ich finde das auch gut, dass es nicht mehr so krass overpowered ist mit den Dingern, mit den Flanken. Jetzt die letzte Möglichkeit vielleicht. Ich weiß nicht, ob es in die Verlängerung geht. Wahrscheinlich gibt es das in der Demo nicht. Aber weiß ich jetzt natürlich nicht. Wir probieren nochmal eine Flanke. Nee, schade. Das war's. Und wir trennen uns unentschieden, denke ich, ne? Ja. 1-1. Ich hoffe, wäre ganz cool, wenn es einen Elfmeter hier auch gäbe. Jo, wir trennen uns 1-1 und ein Schuss hattest du. Immerhin, ne? Der war drin. Es gibt hier natürlich jetzt keinen Elfmeterschießen. Okay, wir suchen uns andere Teams aus und spielen dann noch ein Spiel. So, dann haben wir das zweite Spiel und jetzt spielen wir in der Felddienstarena in Schalke. Die Tunnelaufnahmen, boah, man sieht es hier, wenn man es so auf dem großen Bildschirm jetzt sieht. Ich habe deine Videos immer auf dem Handy angeguckt. Und wenn man das jetzt so auf dem großen Bildschirm hier sieht, ultra fett geil. Felddienst Arena sieht mega geil aus. Die Außenaufnahmen gab es gerade nicht, ne? Von außen. Nee, schade. Gab's grad nicht. Aber es von außen auch echt, wie realistisch das aussieht, das ist unglaublich. Kann man so Vergleichsbilder mal sehen. Echt krass. Aber auch so von drin, guck mal, die Monitore und diese... Ja, es
ich vertraue da PES einfach, weil die das immer machen, Konami. Da ist bestimmt jeder einzelne Balken hier, jedes einzelne Gerüst, die ganzen Lautsprecher, alles original, glaube ich. Also so, ja. Es sieht auf jeden Fall, sieht es absolut krank aus. Und ja, da warst du ja tatsächlich auch hier in der Felddienst-Arena. Ganz genau, in der Felddienst-Arena durfte ich Pro Evolution ca. 2019 schon vor 2 Wochen oder so anspielen. Ja. Hat Spaß gemacht. Das glaube ich. Und jetzt hier heute auch daheim. Jetzt hier heute daheim und ja, mit Schalke jetzt gegen Milan. Ah, fuck. Schade. Ah, das war schön gemacht eigentlich. Dass das so funktioniert hat, wundert mich. Aber gut gehalten vom Torwart. Aber ich finde diese, auch die Tagesbeleuchtung jetzt, also sieht allgemein auf dem Rasen schon ein bisschen anders aus als bei PES 18. Und ich glaube, wenn man da so Aufnahmen hat beim Torjubel oder ein bisschen was anderes, halt, wo man das Stadion mitzieht, dann, oh, schade. Dann sieht diese Beleuchtung echt krass aus. Also da haben sie ja ein neues Programm dafür, für die Beleuchtung. Und macht was her, auf jeden Fall. Krasser Unterschied nochmal zu PES 18 und nochmal zu FIFA. Ist echt ein krasser Unterschied. Oh, da ist er ziemlich frei durch und dann macht er das Tor. Schalanolu 1:0 oder wie auch immer man den aussprechen mag. Cooles Tor. Ich finde die Tornetze echt cool. Muss ich immer wieder sagen jetzt. Ey, das macht so Spaß, PES zu spielen. Die Demo gibt es ja dieses Jahr tatsächlich das erste Mal auch auf PC, Leute. Also ihr könnt das auf PlayStation, Xbox und PC zocken. Könnt euch die Demo runterladen, wenn ihr wollt. Ist nice. Ja, der Pass war natürlich da genau richtig. Verteidiger da nicht ganz gut gestanden. Da steht's 1-0. 1-0 zur Halbzeit. Diesmal für dich. Ja. Ist genau andersrum. Also man kann hier auch nicht viele Tore jetzt schießen. Ist ja auch nicht unrealistisch, aber die Halbzeitlänge ist sehr, sehr kurz. Das kann man in der Demo nicht umstellen. Und deswegen, ja, fallen hier auch nicht so viele Tore. Aber passt schon. Und Verteidigung ist ziemlich stark geworden in Pro Evolution ca. 2019. Beziehungsweise ist es bald auch einfach für uns schwer, einen Weg zu finden, einen guten Angriff zu machen. Ja, ich hatte schon 1-2, hat der Torwart ja gehalten. Also so kacke war ich jetzt dann doch nicht. Aber es ist schon, man muss sich daran echt gewöhnen. Das ist schon ein bisschen schwieriger, wenn dieses ganze Geflanke, diese Flankengeschichten nicht mehr so gut funktionieren. Da muss man sich echt was anderes überlegen. Und ja, das dauert erstmal ein bisschen, bis man sich das aneignet, sag ich mal. Diese Pässe funktionieren auch nicht gut, merke ich gerade. Diese hohen Lupfsteilpässe-Dinger. Bisher ganz, ganz wenig angekommen von denen. Und die sind eigentlich immer ganz gut gewesen. Oh, shit. Ich, in Pro Evolution ca. 2018 habe ich die... Also, ich benutze die generell nicht so, aber... Ja, ich benutze die in PES echt gerne eigentlich bisher. So, wir gucken mal wieder, was könnten wir hier wechseln. Könnten wir was wechseln? Ist was notwendig? Bentaleb, also entweder funktioniert schlecht. Meine Touch-Taste funktioniert nicht so richtig. Oder irgendwas ist da komisch. Packen wir ihn einfach mal, komm. Ist zwar auch nicht so gut von dem Balken her, aber ist egal. Gibt's den Wechsel? Das funktioniert alles ganz gut und das gefällt mir. Also Meier kommt für Bentaleb. Probieren wir einfach aus. Kein Problem. Und ich habe eine Gelb gekickt. Goretzka. Oh, kann man sich jetzt hier auch bewegen? Offensichtlich habe ich ja gerade auch neu herausgefunden. Das konnte man in PES... Lol. In PES 18 noch nicht. In FIFA aber schon. Wie... Ja. Man kann sich hier bewegen. Und was macht er hier? Das ist ja cool. Also man kann sich jetzt hier am Seitenrand auch bewegen. Richtig nice. Nein! Oh. Das war eigentlich ganz gut gemacht. Ich war auch voll still, voll konzentriert. Aber da hat der Torwart mal wieder gehalten. Er hat schon ein paar gehalten hier. Mein Touchpad funktioniert nicht. Ja, das kann natürlich sein, dass es über Shareplay nicht funktioniert. So, jetzt mal eine Ecke. Ja. Probieren wir mal eine gute Ecke hier zu machen. Da steht einer. Oh, er hat den aber auch nicht gut geköpft. Eieiei. Oh,
Ich hätte dir jetzt schon zweimal den Ball von meinem Tor geschenkt, scheiße. Ja, aber dein Torwart ist so krass, damit. Der holt ihn sich immer wieder. Ja, das Spiel ist auch gleich zu Ende. Schade, oh, ich habe nur ein Tor gemacht. What the fuck? Was machst du denn? Vielleicht kann ich jetzt noch ein Tor machen. Bisher nur ein Tor gemacht hier. Ich meine, es ist wie gesagt auch nicht so einfach, hier Tore zu machen. Oh nein, der geht weil raus. Weil ich dein Gegner bin. Und Schöpf verletzt sich auch. Die Animation finde ich auch ganz cool, dass sie auf einmal auf den hinten zoomen. Das ist ganz witzig, deine Augen sahen gerade ein bisschen komisch aus. Ja. Egal, wir müssen nicht auswechseln, denn wir haben nur noch 2 Minuten. Nicht mal mehr. Oder hole ich mir nochmal den Ball und dann kommt der Fehlpass. Gut, Leute. Das war's auch von diesem Spiel. 1-0 hast du gewonnen. Mein herzlichen Glückwunsch. Einmal unentschieden, danke. Einmal gewonnen. Das ist mega nice. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch mal jetzt auf Jans Kanal vorbeischauen hier nach diesem Video eben. Und ja, da könnt ihr sehen, vielleicht habe ich da mehr Tore geschossen. Mal gucken, was wir da noch getestet haben. Vielleicht kann man ja sogar Winter testen, ich weiß es nicht. Wenn ja, dann vielleicht haben wir das bei seinem Kanal mal ausprobiert. Und guck mal hier, solche Chancen waren eigentlich ganz gut und er hat ihn gehalten. Ganz cool gemacht, aber gut. Mir gefällt PES 19 auf jeden Fall bisher mega, mega gut und es werden auch noch ein paar viele Videos kommen zur Demo und natürlich dann auch zur Vollversion. Bleibt auf jeden Fall dran, abonniert und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.